Hallo und herzlich willkommen zurück bei F1-24. Das Rennwochenende in Ungarn hat begonnen und uns liegt das Qualifying vor. Und deswegen würde ich gleich sagen, springen wir gleich mal rein. Das Qualifying wird ein bisschen im Regen stattfinden. Keine Boxenstops, keine Strategie. Heute geht es nur um das Tempo. Qualifying-Tag hier auf dem Ungaroring für den Grand Prix von Ungarn. Ja, es wird hier nur ein bisschen feucht zugehen. Da bin ich mal gespannt, was genau wie viele Reifen haben. Termin jetzt, okay. Ja, da würde ich gleich sagen, Parkomi sind an und wir fahren eine Runde raus. Einfach weil wir die Zeit eh haben, können wir auch ein bisschen rausfahren. Und dann mal gucken, wie wir uns hier im Regen anstellen. Einer von denen ist schon raus. War das ein Racing Bull? Jetzt ist noch keiner draußen, doch hinter uns wird doch einer raus. War das ein Racing Bull da vorne? Oder war es ein Alpine? Ich hab's jetzt nicht erkannt. Bin ich ehrlich. Nicht, dass es wichtig wäre, aber man kann ja trotzdem gucken, wer die Konkurrenz ist, ne? Auf jeden Fall ein Qualifying-Tag im Regen. Wir fahren auf Intermediates, das merke ich auch natürlich schon wieder vom Gefühl her. Und wie ich das merke. Ich hoffe, das wird uns nicht das Genick berechnen. Ansonsten wird das ein sehr kurzes Qualifying. Ich fahre aber extra auch vorher. Oh, ich bin jetzt extra rausgefahren, um halt zu gucken, wie die Strecke im Regen ist. Und ich gleich in der Qualifying-Runde mich in die Nesseln zu setzen. Das wäre ja auch nicht Sinn der Sache. Zarschend ist das. Also, es ist doch ein Williams. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob sie zum Saisonwechsel irgendwo auch eingebaut haben, dass Sargent gegen Lawson ersetzt wurde. Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber ich glaube nicht, dass sie das zum Saisonmittelwechsel gemacht haben. So, an Sargent komme ich schon mal gut ran. Das ist schon mal nicht verkehrt. Juhu, ist noch ein bisschen drifty gerade. So, schneller Sargent war schon mal alle mal. Das ist sehr gut. Ich denke mal, die ersten paar Runden werden noch die Sektoren purzeln. Spätestens wenn der Max Verstappen kommt. Der macht auch im Regen eigentlich eine gute Möglichkeiten. So, der zweite Sektor ist auch der schnellste, ist klar. So. Und dann die letzten paar Meter über die Ziellinie 1,29,827. Und damit haben wir schon mal den Vorsprung gegeben. Jetzt habe ich auch kein Zarschen vor mir, das kann schon ein bisschen mehr Gas geben. Da hat sich Sonoda noch eingeschlichen, okay. Und Ricciardo. Die beiden Racing Bulls zeigen auch noch, was sie können. Ich versuche natürlich meine Zeit ein bisschen zu drücken. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Die Zeit wollen wir natürlich noch ein bisschen runterdrücken. 1,29,177 von Oscar Piastri. Das können wir noch unterbieten auf jeden Fall.
meine, Sergeant war ja generell kein, ich sag mal, Musterbeispiel. Science auf P2? Na, das haben wir gleich. Macht einen Platz da, Jungs. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ihr habt da vorne nichts zu suchen. Nicht im Regen. Im Regen habt ihr da nichts zu suchen. So, es ist ein bisschen Verkehrsstrecke. Und wir liegen eigentlich schon ganz gut dabei. Was hat es auch noch nicht geschafft zeitlich. Wir spulen noch ein bisschen vor. So, ich bin auch P1. Aber es scheint, dass sich das Wetter gewechselt hat. Deswegen fahren wir jetzt auch wieder mir jetzt raus. Und dieser fing eine Runde. So, der Regen ist also schon vorbei. Ja, sieht man auch. Deswegen geht es jetzt auf Intermediates nicht mehr raus, sondern nur noch auf Slicks. Und dann mal gucken, ob ich die Zeit da noch mal irgendwo mit eintippeln kann. Weil eigentlich fahre ich Ungarn ziemlich gerne und bin da eigentlich auch nicht schlecht drin, aber ich muss halt bedenken, es ist immer noch die Fahrerkarriere mit 65er KI und einem Asentom Eschele. Das zeigt dementsprechend auch seine Wirkung, sag ich mal. Aber gucken, was wir rauskriegen können. Mal gucken, was wir da rauskriegen können. Den ersten Schnellsten haben wir schon mal wieder. So, 5 Minuten Qualifying Training haben wir noch. Das ist Qualifying allgemein, nicht Training. Aber was so ein bisschen Regen ausmacht, ne? Wir haben jetzt für 6 Sekunden Pluspunkte gesammelt. Fast 10 Sekunden rausgekitzelt. 1:19.549. Das sollen sie erstmal nachholen. Mal gucken, ob ich meine Zeit noch weiterbrechen kann. Ey, perfekt war die Runde. Ist eben gerade noch lange nicht. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. 1:19.442, 1:17.726. Habe ich mich gerade so verschätzt mit der Zeit? Ernsthaft? Wow. Na gut, ich bin nochmal eine Sekunde schneller, ne? 1:18.53, also. Ja, Piastri ist doch ziemlich flink unterwegs. Aber ich habe den schnellsten ersten Sektor, also sehe ich da eigentlich noch kein Risiko drin. Oh gut, der hat den schnellsten zweiten und dritten Sektor. Das ist nicht mal so knapp, Alter. Der war fast eine Sekunde schneller im zweiten Sektor. Naja. Nochmal rausfahren lohnt sich mich eh nicht. Wir spulen einfach vor die ersten paar Sekunden. Gucken, dass wir noch irgendwo bleiben. So, wer hat das wo abgeschlossen? P8. McLaren. Verstappen. Okay. Mercedes, Ferrari. Mercedes, Ferrari. Wir sind vor Sergio Perez. Was Sainz besser war als ich, ist eigentlich traurig, aber gut. Ansonsten wäre es raus. Sergeant, Magnussen, Ocon, Bottas und Show.
Ein Alpin, komplett sauber. Williams, einer und Haas. Na gut. Denn ab ins zweite Qualifying. So, zur Strecke, fliegende Runde, let's go. Natürlich werden schon ein paar auf der Strecke sein vor uns. Warum auch immer es so schnell geht, wenn ich eigentlich so schnell klicke. Ich würde mal gerne nicht gern wissen, wie viele Zeit und wie viel Zeit verstrichen ist von dem Ausfahren klicken bis zum aktuellen rausgefahren sein. Weil da fahren ja schon so viele vor mir her jetzt, die Zeiten aufstellen können. Naja. Ich meine, den ersten Sektor kriege ich ganz gut hin. Der erste Sektor liegt mir ganz gut, aber der zweite und dritte sind halt so ein paar kleine Knackpunkte. Aber wobei, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Aber trotzdem erstmal eine Zeit setzen, dass ich wenigstens schon mal ein bisschen gewertet werde. Ja, der Mercedes hat eine schönere Zeit hingelegt, siehst du? ...1.18.774 von Pierre Gasly. ...1.17.979 Hamilton, also das ist dem Russell, okay. 1.17.978 von Alonso. 1.17.355 von Norris. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. 4, Alter, okay, 8. Den 9, selbst er ist schneller als ich. Nee, das wird nichts. Wir werden vermutlich im zweiten Qualifying ausfallen. Das zweite Qualifying wird uns das Genick brechen. Sehr wahrscheinlich. Ja, das wird es definitiv gewesen sein. Da sehe ich für uns keinen Gewinn mehr. Ich verliere so viel Zeit an manchen Stellen, das ist nicht gut. Hat man auch schon lange nicht mehr, dass ich in meinem Qualifying nicht mehr ganz so mitfahren kann. Schade. Das wird dann wohl unser Untergang sein. Weil an die komme ich nicht mehr ran. Die haben Zeiten von jenseits des Todes. Aber ich muss noch mal raus, weil sonst wird das nichts. Wir müssen uns noch mal dran versuchen. Sonst werden wir wirklich gleich im Qualifying 2 rausfallen. Jetzt ist die Strecke leer, es ist kein Russell hinter mir. Also wir müssen uns mindestens noch über P10 kämpfen, damit ich halbwegs Glück haben kann. Dass die anderen nicht mehr punkten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist quasi gleich null. Ich kriege ja nicht mehr Zeit gut auf die ersten paar Meter. Wir werden uns wohl im Kampf in der ersten Kurve mit Omo einschleißen müssen. Ich habe den schnellsten ersten Sektor. Den hat doch Alonso gehabt, glaube ich.
Wenn das so ist, dann war Alonso von den Zeiten her nicht allzu weit. Das hat ja auch gerade Zeit gekostet, dieser kleine Abstecher auf dem Gras. Nee, ich will eine Rückblende, pass auf. Ja, bin ich eine Rückblende. Weil die Zeit, die ich da verloren habe, war mir zu viel wertvoll. Ich meine, hier geht es ja wirklich um Millimeter, Sekunden, ne? Ah, das ist. Ne, das ist vorbei. Das ist offiziell vorbei. Ich versuche noch eine zweite Runde ranzuhängen, aber. Ich sehe da kein. Kein Gewinn bei. Zu weit aus der Gruppe raus. Ach, Kacke, Mann. Müssen wir uns echt jetzt auf den 12. belügen? Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Wir müssen uns um den 12. belügen und einen idiotischen Jeffner-Boxenkasse haben. Meine Zeit da oben ist ein Disco-Effekt, Alter. Grün-Rot, Grün-Rot, Grün-Rot. Ich habe alles aus dem Wagen rausgekitzelt, was ich konnte. Die Zeiten sind die validen Zeiten, die ich habe. 1,18, das ist so das die Zeit, die ich haben kann. 1,18,4, 1,18,5. Nein, wird's nicht. Nee. Das ist over. Wir sind draußen. Und damit offiziell. Wir werden zwar nicht letzter sein, aber. 12. Hat sich nichts geändert. Wir sind raus. Ich kann bloß noch hoffen, dass wir vielleicht mal schon eine Startplatzstrafe kriegen. Ja, dritte Qualifying juckt herzlich wenig. Da kann ich eh nichts machen. Aber hey, ich war besser als Kevin Magnussen. Und ich habe mehr erreicht, als die Erwartung war. Weil die Erwartung lag bei... Ja, plus 2 Plätze mehr. Also ich hätte 14. werden können sollen. Ich war besser als die Erwartung, das ist okay. Aber naja. Gut, machst du nix. Soll's gewesen sein. Nachricht nicht unwichtig, weil Jeff hat eh keine guten Meldungen. Wir haben fast alle Ziele erreicht, bis auf Kollision abschließen. Aber 300 Zentimeter Geschwindigkeit haben wir, DS Club haben wir und Lift the Coast haben wir. Nur noch die Kollision, das kriegen wir hin. Ja. Wir fahren halt immer noch den Hasen, ne? Darf man nicht vergessen. Bei den anderen mitzufahren. Man merkt mittlerweile, es geht langsam wieder lang so Richtung bergab. Also 1, 2 und 2, das waren glaube ich die Highlights des Kalenders, sag ich mal. Bei Flash Monza noch, da könnte ich auch ganz gut mitfahren, mit Glück. Alle anderen sehe ich mich eigentlich nicht mehr so gut bei sein. Sage ich mich das. Naja. Gut, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ja. Kann ich euch jetzt hier nicht reinbuttern. Da geht nicht mehr. Deswegen sage ich einfach nur danke fürs dabei sein, fürs Zuschauen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge beim Großen Preis von Ungarn. Bis dahin und tschüss.